Hallo Freunde und alle, die es noch werden wollen. Heute mal mit unserem Herrn Doc Random, auch bekannt als AC Operauer, ein allgemeiner Podcast zu den allgemeinen Neuheiten und Feinheiten und Bespitzelungen und anderen Affären, die es da gibt. Werden wir uns jetzt einmal außerhalb von Linux unterhalten. Jetzt da gleich dann. Servus, Doc Random. Servus, servus, mein Fürst, ja, mein Baron, ja, oder wie auch immer. Ja. Ja, der Baron, ja, ja, immer. Wir haben uns entschlossen, etwas zu verkürzen namentlich, aber es kennt ja jeder. Ja, ja. Gut. Bekannt wie der falsche 50er, wie man so schön sagt, ne? Ja, das haben wir, glaube ich, beide in den einschlägigen Kreisen. Sowohl lokal gesehen, wie auch, also da wo wir wohnen, wie auch, sowohl du als auch ich, wie auch, was weiß ich, in den Computerkreisen. Na, was gibt es Neues bei dir? Was gibt es Neues bei mir? Nicht viel, außer, dass jetzt unter Windows möglich ist, dass Filesystem unter Linux zu lesen. Ja, die Firma Paragon Software hat den X4 Treiber 4NT rausgegeben. Ja, das heißt nicht, aber jetzt nicht, dass das nur für NT FS, sondern oder für NT, sondern das ist für Windows XP, für Windows 7, für Windows Vista etc., für Server 2008 gültig. Die können sich diesen Treiber quasi installieren und dann können sie quasi lokal, wenn man zum Beispiel nebeneinander Linux und Windows installiert hat, auch auf die Linux-Partition zugreifen, lesend und auch schreibend. Ja? Ja, das heißt, das ist ein wesentlicher Vorteil, ne? Ja, ist ein wesentlicher Vorteil, weil von Linux aus kannst du das sowieso, ja, mit diesen Treibern, die auch von der Firma Paragon Software kommen, ja, wo du eben von der Linux-Seite schon immer auf die Windows-Partition zugreifen konntest, jetzt kannst du das eben auch von der Windows-Seite her. Das ist natürlich eine gute Sache, ja. Weil bei mir ist es so, manche Dokumente habe ich im Linux gespeichert, manche unter Windows und so greift man übers Kreuz quasi zu, ne? Ja. Was gibt's bei dir Schönes Neues zur Sommerzeit? Zur warmen Sommerzeit, ja, du sagst es, ja. Zur warmen Sommerzeit, wir haben doch das letzte Mal, oder? Man spricht jetzt eh schon die ganze Zeit, auch die allgemeinen Nachrichten sprechen immer über das Prism-Programm, ne? Ja. Wo der Herr Snowden jetzt noch immer, glaube ich, schon die dritte Woche oder was in Moskau festsitzt. Glaubst du, dass der noch immer in Moskau sitzt? Ja, allgemeine Nachrichten sagen also, so, ne? Meine persönliche Meinung zu diesem ganzen Snowden etc. ist, man hat damit ein Sommerloch gestopft. Ja, ob der jetzt noch dort ist oder nicht, kann ich von da aus nicht beurteilen. Also, weißt du, mir kommt das wirklich so vor wie das Motto: gib dem Volke Brot und Spiele. Ja, gut, ich meine, das ist. Das Brot und Spiele ist sowieso zum Herrn Putin sein Repertoire gehört, das wissen wir eh. Aber nicht nur zum Herrn Putin, sondern auch zum Herrn Obama, ja. Ja. Was ist in Amerika, die Wirtschaftslage ist total mies, ja. Und du meinst, und es ist eher aktuell, ein Ablenkungsmanöver? Das ist meines Erachtens ein totales Ablenkungsmanöver. Ja, man hat einen gesucht, ja, der gesagt hat, ja, für ein paar Netz werde ich das machen und tschüss. Ja. Weil wenn es wirklich ach so brisante Sachen wären, ja, dann hätte der Putin ihn nicht angeboten, dass er die Staatsbürgerschaft kriegt, dann hätte der Putin gesagt, Feind, jetzt kommst du mal zu mir ins KGB oder wie auch immer, ja, und jetzt machen wir mal Nägel mit Käb. Und dann spucken wir die aus, wenn wir die nicht mehr brauchen, ja? Ja, genau das würde jetzt auch passieren, ne? Ich meine,
nachdem er ja jetzt erfolgreich verhindert hat, dass er sich in irgendwelche andere Länder begibt, hat er jetzt ja doch einen Asylantrag gestellt. Nicht? Jetzt muss man, weil man ja das noch gar nicht kennt, das Problem, weil der ist ja erst 3 Wochen auf den eigenen Flugplatz oder 2, muss man jetzt erst darüber entscheiden und firmieren. Gut, was anderes. Jedenfalls, Microsoft sagt zu Prinzmann, wir bieten der NSA keinen allgemeinen Zugriff auf Skype.com. Du sagst, das steht also da beim Heise berichtet das, und zwar sagt er, auch bei Skype reagiert man nur im Einzelfall auf Anfragen zu Telefonaten und Messages von bestimmten Accounts. Also keine allgemeine Zugriff. Technische Änderungen an den Web- und Messaging-Dienst im Laufe des Jahres 2012 hätten nicht, wie in den Berichten Microsoft vorgeworfen wurde, dazu gedient, die Zugriffsmöglichkeiten der NSA zu verbessern. Es sei aber klar, dass mit der Zunahme von Kommunikation über Voice, VOP und Videodienste im Netz auch das Interesse der Regierungen steige, Zugriff auf solche Kommunikation zu Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung zu erlangen. Microsoft geht davon aus, dass alle Kommunikation, ob sie nun über das Internet, Festnetz oder Mobilfunk erfolgt, ähnliche Levels der Privatsphäre und Sicherheit bieten wird. Das heißt, im Endeffekt sagt Microsoft nichts anderes, wir werden genauso überwacht wie das Handy, wie das Festnetz, wie die Post oder ähnliche andere Kommunikationskanäle. Okay, okay. Nehmen wir das jetzt einmal zur Kenntnis. Ja. Glaubst du das wirklich? Dich persönlich frage ich jetzt, glaubst du das wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Jetzt geh einmal her. Warte, lass mich auch antworten. Okay, ja. Ich glaube nicht, dass es Microsoft erlauben kann, gegen die NSA zum sagen, habt ihr uns gern. Andererseits kann sich aber Microsoft nicht direkt erlauben, dass ich sage, okay gut, Freunde, ich habe das führende Betriebssystem am Markt und das ist einmal so. Da kann man jetzt sagen, was man will, man will wissen, auch wenn jetzt durch die Tablets schon Verschiebungen und solche Sachen im Gange ist, hat Microsoft, sage ich mal, 75-80% Marktdurchdringung. Danach kommt am Desktop-Bereich, Naja, Computermarkt überhaupt, würde ich sagen. Desktop-Bereich, am Server-Bereich schaut es ganz anders aus, gell? Ja, aber die Zahlen, wenn man jetzt den kompletten Computermarkt nimmt, ist auch das bestimmt 70%, was Microsoft hat. Der Rest hört sich dann eben Linux-Server auf. Das werden wir wahrscheinlich bei irgendwo 10% sein, dann Apple Server und die anderen Sachen. Ja? iOS, der Tablets und solche Sachen, ja, ich sage mal so, die haben jetzt da vielleicht schon 10 Millionen oder 20 Millionen Tablets verkauft. Ja, ja gut, das sind 20 Millionen gegen 680 oder 900 Millionen überhaupt Rechner in der Welt. Ein Scheiß. Ja? Und da muss man also sagen, am Desktop-System, ja, am Desktop-Markt liegt die Zahl von Microsoft wesentlich höher. Ja, habe ich nichts dagegen gesagt. Ja? Richtig, und das sind ja die Kunden, die ich habe in den Firmen. Und jetzt kann ich den Firmen natürlich auf der einen Seite nicht sagen, hallo, jeder kann bei euch rein, jeder kann da rein, braucht nur sagen NSA und kann eure Firmengeheimnisse cachen. Ja? Und auf der anderen Seite kann ich zu NSA nicht sagen, das ist mir wurscht, ich sitze zwar in Redmond, ich bin ein amerikanischer Konzern, ja, und was ihr wollt, ist mir egal, wir wissen, dass die NSA dann sagt, na lieber Freund, du bist kein guter Patriot, und da müssen wir dann natürlich ein paar Steuerbefreiungen wegnehmen und so, ne? Genau das ist es. Genau das ist es. Und daher bin ich mir nicht sicher, es gibt jetzt da ja einen neuen Artikel, ich habe den jetzt momentan nicht vorliegen, wo Microsoft, Google und 64 andere Firmen unterschrieben haben und sagen, wir wollen eine Bestätigung, dass wir ausgeben können, was ihr wisst oder was wir gemacht haben. Damit wir den Kunden sagen können, schaut, dafür sind wir zur Verantwortung gezogen worden. Dort hat die NSA gesagt, nicht der Karl Meier wird jetzt überwacht, sondern 35 Kunden von euch werden überwacht, ja,
Wir sagen nicht welche Kunden, aber die NSA wollte das wissen. Wir als amerikanischer Konzern unterliegen dem amerikanischen Recht, der amerikanischen Rechtsprechung und auch der Judikatur, wie man so schön sagt. Und was hätten wir machen sollen? Aber wir dürfen das ja momentan gar nicht sagen. Google darf das auch nicht sagen. Selbst Apple hat gesagt, wir wollen das auch den Leuten sagen können. Ja? Aber die NSA sagt, nein, das ist nicht leibhaft. Ihr dürft es gar nicht sagen. Und laut amerikanischer Rechtsprechung ist es nicht zulässig, dass jetzt Microsoft sagt, die dürfen. Die dürfen das nicht kommentieren offiziell. Genau. Daher muss ich ehrlich sagen, sitzt ja Microsoft auch in einer Zwickmühle. Weil jetzt sagt sie natürlich der Kunde, na hallo, jetzt soll ich mir von denen weitere Programme kaufen, wie Office 365, die mieten, die dann einer über die Cloud betreiben, wo die NSA noch besser zugreifen kann. Und dann schreibe ich eine, wir werden morgen für diese Firma 800 Millionen Dollar bieten. Aber wenn es eine Milliarde wollen, ging es auch. Dann sagt das der Firma, ja, und die sagt, wir wollen aber 2 Milliarden haben. Nicht? Ja, und das ist, haben wir noch 500 drauf, ne? Es ist nicht nur die NSA, es war doch bitte schon einmal vor eineinhalb oder zwei Jahren in Österreich bei einer Bundestagssitzung, oder wie das jetzt heißt, Nationalratssitzung, Entschuldigung, ja, hat ja eine Innenministerin gemeint, jeder, der ein anderes Betriebssystem außer Windows hat und das nur mit einer Firewall geschützt hat, ist sowieso ein potenzieller Verbrecher. Weil da kann man dann den Bundestrojaner nicht installieren, ja? Jede Regierung weiß über die Hintertür beim Microsoft-Betriebssystem aus Ende. Mehr möchte ich jetzt im konkreten Fall auch nicht drüber sagen, weil es ist ein brandheißes Thema, ja? Aber im Prinzip wissen es die Systemadministratoren, die Geschulten genauso, ja? Dass es eben eine offizielle Hintertür gibt, aber jeder wiegt sich in Sicherheit, ja? Ja, das ist, da kannst du recht haben, da gebe ich dir total recht, aber die Frage ist, gibt es Betriebssysteme, die das nicht haben? Und hat das an Linux nicht? Linux sind also, ja auch von Firmen vertrieben, diese Firmen sitzen auch in Amerika. Ich glaube nicht, dass die so heilig sind, wenn da die NSA mit 32 Leuten vor der Tür anklopft. Die müssen auch andere Steuern zahlen, die unterliegen auch der amerikanischen Judikatur. Ja, nur der Vorteil der Vorteil vom Linux gegenüber dem Windows-Betriebssystem zumindest, sage ich jetzt einmal, ist der, nicht jedes Linux ist gleich. Ja, ja eben. Das ist doch unter Windows. Windows ist jedes Windows quasi, also in der Version, Windows 7 ist zu Windows 7 gleich, von den Schnittstellen her, ja. Egal, ob das jetzt Home Basic ist oder Ultimate, ja. Die Schnittstellen nach außen hin sind gleich, ja. Ja. Beim Linux, schau, der eine verwendet SUSE Linux zum Beispiel. SUSE Linux hat seine eigene Baumstruktur etc. Wenn du nach dem allgemeinen Linux-Schema arbeitest, müsstest du ja diese File-Hierarchie-Struktur nachinstallieren, ja, damit dann dort, wo du die Einstellungen normalerweise vollziehst, dann den Link hast auf das SUSE-eigene Config-File, ja. Ja. Das ist zum Beispiel nur ein Beispiel, aber du kannst dir dein Linux einrichten, wie du willst, ja. Das Windows kannst du nicht einrichten, wie du willst, ja. Da musst du eine vorgegebene Sache installieren. Ja, ja, das ist ja der Vorteil, weil sie immer wissen, wo ist jetzt der Einstiegspunkt, ne? Das meinst du. Genau, ja. Wo ist es hier, wo es reingeht, ne? Wo klopfe ich an, wo kann ich ein, ja? Ja, das ist richtig, ja. Was beim Linux eben nicht der Fall ist, ja. Das heißt aber noch lange, dass man bei Linux nicht... Ich sage nicht, dass das absolut hundertprozentig sicher ist, ja. Ja. Aber ich meine, das sicherste Computer im Netz, und das ist egal, welches Betriebssystem du verwendest, ist der nicht im Netz ist, ja? Ja, der sicherste Computer ist auch schon der Computer. Genau, ja. Aber ich möchte das jetzt nicht so verallgemeinen, dass jetzt Windows die böse Spionage-Kuh ist, ja? Es ist halt nur so. Es ist halt nur zu bedenken, dass halt der größte Softwarehersteller der Welt
und der Betriebssystemhersteller der Welt, ja, sagt, na, ich gebe nichts weiter an die NSA. Ja, genau, ja, das sagen sie jetzt in dem Fall ja nicht mehr. Sie sagen, sie geben es nur auf gezielte Nachfrage weiter. Ja, auf gezielte Nachfrage und mit Gerichtsbeschluss. Ha, ha, ha. Ja. Naja, das mit Gerichtsbeschluss ist auch noch nicht. Das steht kommt dann, auch noch nicht. Das wird dann die nächste Aussage sein, ja, damit man die Leute beruhigt. Ja, und ja. Naja, das sind immer so Sachen. Ich meine, aber das Schöne an der Sache ist ja auch, dass zum Beispiel das ARD Politmagazin Fakt hat in der Sendung vom Dienstag, also vergangenen Dienstag, glaube ich, war das, ja, die Behauptung aufgestellt, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, ebenfalls mit derselben Software arbeitet, mit der Prison-Software arbeitet. Und Basis dieser Aussage ist die Tatsache, dass eine nicht mehr existente Gesellschaft für technische Sonderlösungen, GTSL genannt, Software der Boeing-Tochter Nanus an den BND verkaufte. Das heißt, hat man eine Firma gemacht. Eine Briefkastenfirma oder ein Stromhandel, wie man genau, bei uns sagt. Und die haben einer die Zugangssoftware zu dem Betriebssystem Windows verkauft und dann hat es die Firma wieder nicht mehr gegeben. Ja. Richtig, damit es nicht nachvollziehbar ist. Ne? Ist etwas genau, gut. Ja. Ne? Und das ist aber auch unstrittig, dass der BND diese Software einsetzte. Der BND sagt jetzt, ja, wir haben sie zwar gekauft, weil das ist halt nachweisbar. Nein, er setzt sie. Das ist unstrittig, ist, dass der BND diese Software auch einsetzt. Ja? Und kurz danach haben sie die immer aufgelöst, diese GTSL. Ne? Und da gibt es ein älteres Interview mit dem ehemaligen Geschäftsführer Felix Juhl, in dem dieser über seine Geschäfte Auskunft gibt. Also das gab es da. Was mit welcher Version von Nanus bei deutschen Behörden bearbeitet wird, ist allerdings weiterhin unklar. Die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung, hat also 2012 in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion nach dem Einsatz von Nanus beim Bundeskriminalamt gesagt, dass dieses im Jahr 2003 die Nanus-Software NetWitness kaufte. Sie sei jedoch keineswegs zur gesetzwidrigen Deep-Packet-Inspektion eingesetzt worden. Das heißt also, man kann es einsetzen, man hat es aber nicht eingesetzt. Ja, man hat es natürlich nicht eingesetzt, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Ne? Ja, die Software NetWitness wurde und wird ausschließlich zu forensischen Untersuchungen von bereits erhobenen Netzwerkdaten, nicht zur Aufzeichnung solcher Daten eingesetzt, erklärte die Bundesregierung schon 2012. Ja? Das heißt also, ich habe jetzt eine Software, die kann wirklich gute Sachen, die setze ich nicht ein. Darum habe ich es ja gekauft. Nicht? Bravo. Glaubt auch kein Mensch. Also, man kann nicht nur sagen, das sind die bösen Amis, das sind auch die bösen Deutschen, die haben ja gar kein Interesse daran, dass dafür aufgedeckt wird, wie du richtig sagst. Nicht? Und ich möchte nicht wissen, ob unser Staatsdingsbums da der. Wie heißen die unsere da, die HNA? Das Heeresnah- und Aufklärungszentrum, glaube ich, wird auf jeden Fall. Das Heeresnachrichtenamt ist die Staatspolizei bei uns in Österreich. Staatspolizei, ja, genau. Und macht auch die Spionageabwehr etc. und macht auch, sollte es verlangt sein, die diversen Lauschangriffe auf Betriebssysteme. Ja. Also, man tut immer so, dass, wie wenn es es noch nicht gegeben hätte, aber das hat es ja auch schon ohne Computer gegeben. Früher hat es ja auch genauso Geheimdienste gegeben. Geheimdienste leben davon, dass sie Informationen kriegen. Ne? Genau, ja. Also nur die große Konkurrenz zu den Geheimdiensten sind jetzt die sogenannten Social Networks, ja. Ja. Wo die Leute freiwillig Sachen preisgeben, die es nicht einmal dem Partner erzählen, aber im Facebook kann er es nachlesen, ja. Das ist richtig, ja. Haben ja die Leute eh schon gesagt. Und die nächste Stufe ist ja das, ich habe das ja mit meinen Kollegen selbst auch schon mal erörtert, dass ich mir dann mit einer neuen Microsoft Xbox One auch noch die Überwachungskamera ins Wohnzimmer stelle. Ne? Genau, ja. Freiwillig, ja. Ich habe eh schon eine Webcam da. Oder zwei. Weil ich muss
Ich muss ja dann mit der Xbox One laut Aussage Microsoft ständig online sein, ja? Ja. Damit kein, weiß nicht, wie immer geartetes Raubkopiervergnügen entstehen könnte, ja? Richtig. Oder ich raubkopierte Software vielleicht verwende oder vielleicht gebrauchte Software erwerbe und dort installiere, ja, weil es gibt ja Leute, der spielt das Spiel noch, interessiert ihm nicht, dann haut das am Markt, wie man so schön sagt, ne? Richtig. Das geht ja unter Microsoft nicht. Ich meine, sie haben sich jetzt revidiert und haben gesagt, jawohl, aber jetzt ursprünglich war es nicht. Und es ist halt wirklich auch die Frage, ob es dann gehen wird, ne? Richtig. Weil Ubisoft hat ja so einen ähnlichen Mechanismus gemacht. Wenn da du von Ubisoft kaufst, zum Beispiel die Siedler 7, ja, und bei dir installierst, hast du ja einen Registrierungsschlüssel, der immer wieder übers Internet auch abgefragt wird. So, jetzt interessiert dich das Spiel nicht mehr, ja, du verkaufst das, ja. Kannst das aber nicht verkaufen, weil dieser Registrierungsschlüssel ist einmalig und wurde schon einmal gebraucht, ja, und somit kannst du, wenn du das nicht mehr haben willst, dann sagt Ubisoft, verschei das, ja, aber verkaufen kannst du das nicht, ne? Ja, richtig. Dementsprechend sind auch die Umsatzeinbrüche bei Ubisoft begründet damit, weil die Leute ihre Spiele nicht mehr verkaufen können, ne? Ja, klar. Dann kaufen sie schon von vornherein einmal nichts mehr. Ja, das außer, außer er ist halt von diesem Spieltypus ein totaler Fan und kauft es halt immer, ja, wieder. Aber halt die Leute, ja, die meinen, ja, ich kaufe mir das, spiele vielleicht ein halbes Jahr und dann interessiert es mich nicht mehr und ich verticke es wieder, ja. Die kaufen halt kein Ubisoft mehr, ne? Oder ja, keine Ubisoft-Produkte mehr, ne? Gut, aber ich meine, Ubisoft ist ja nicht der einzige. Ich meine, wir wissen ja, Electronic Arts ist ja genau dasselbe Grün. Ist dasselbe in Rosarot, ja? Ja, und das ist der weltgrößte Publisher, nicht? Und es geht immer noch. Und es ist ja, das, die machen ja das sogar schon länger, nicht? Ich meine, im PlayStation-Netzwerk oder was, wenn du irgendwas hast, wo du spielen wollt, eine Demo oder was, ich habe ja PlayStation 3, lade ich mir eine Demo runter. Vom Electronic Arts, das erste, was er mal sagt, verbinde mich mit EA-Server. Ja? Ohne irgendwas. Ich will nicht gegen andere Autorennen fahren oder was. Mir reicht der Computer, ich will mir das Spiel anschauen. Aber wie würde ich überhaupt dazu kommen, dass ich auf Start drücke bei der PlayStation 3, verbinde das jetzt einmal mit Electronic Arts-Server. Ja. Dann sagt er, okay, jetzt bin ich verbunden, jetzt lade ich das weiter oben und dann geht es. Hat Electronic Arts eigentlich gut, still und leise eingeführt, speziell bei den Konsolen. Da geht es in einen Zug, nicht? Weil ich lade mir ja das vom PlayStation-Netzwerk runter, also bin ich ja schon im Netzwerk, und dann fragt er im Netzwerk zurück und verbindet sich dann mit seinem eigenen Netzwerk. Nicht? Beim PC ist es halt so, dass das auffälliger ist. Ja? Am Windows-PC ist das auffälliger, weil da muss ich mich selbst tätig verbinden. Ne? Ohne den geht es halt dann nicht. Und genau über das hat sich dann Ubisoft erstessen. Aber das sind ja, wie gesagt, nicht die einzigen. Blizzard, World of Warcraft. Nein, Blizzard mit World of Warcraft macht das anders. Die haben einen sogenannten Authenticator geschaffen. Das ist so wie ein Schlüsselanhänger. Ja? Aha. Der eine eindeutige ID generiert. Ja? Den kostet du als Kunde quasi gekauft. Ich weiß es deshalb, weil ich WoW-Zocker bin, ab und an. Ja. Also ab und an. Muss man halt schauen, was sich in der Fantasy-Welt abspielt. Ne? Ja, ich bin jetzt der Fantasy, ich bin eher der Science-Fiction. Ja, na gut, dann spielst du jetzt Starcraft. Ja, hab aber ich. Wurscht. Aber es ist im Sinne, du hast diesen Authenticator und du hast eine weltweit einmalige ID, ja. Und die gibst ein und das war's, ja. Aber natürlich ist es so, du kannst natürlich ein vorhandenes Spiel, wo du die freigeschalten hast am Server damit, das kannst du nicht mehr verkaufen, aber bisschen, da ist etwas anderes dahinter. Wenn du jetzt anfängst, WoW zu spielen und du dir alle Teile kaufen würdest, inklusive das Myst auf Pantera, dann gibst du nicht mehr als 60 Euro aus, ja? Wenn ich jetzt zurückrechne, ich habe ja für jede DVD-Edition zahlt 49 Euro, ja. Das heißt,
WoW, dann Burning Crusade die Erweiterung, dann der Lich King die Erweiterung, dann Katalysm die Erweiterung und dann Mist of Pandora. Ja. Na, da bist du ja bei 250 gehört, oder? Bei den letzten, muss ich ehrlich sagen, bei den letzten zwei habe ich gewartet bis 1990 jeweils gekostet, weil ich gesagt habe, ich bin ja noch nicht eipert, ne? Das ist richtig, jedes Mal an 50er zu investieren, ja. Ja, nein, ich verfolge genau dasselbe. Also, ich spiele eigentlich am PC nichts mehr, weil ich spiele meistens auf der Playstation. Eigentlich ist es gut, ich spiele eigentlich gar nicht am PC mehr. Ich spiele also auf der Playstation und genau dort verfolge ich nämlich das auch, was wir zuerst gesagt haben. Weil ich habe mir schon das Motorcraft, oder wie heißt das jetzt, der Motorstorm, Pacific Rift, ja, hat es im Geschäft noch gegeben, um einen 50er, beim Libro, hat es das vorhin schon beim Mexiko-Platz, hat er das schon irgendwo aufgestellt gehabt, da hat es schon drei Stücke gegeben und der hat es um 1990 verkauft, ne? Also habe ich mir so 1990 gekauft, das rennt noch immer, ich bin noch nach wie vor Fan, ja. Hin und wieder investiere ich für drei Monate einmal an 15 Euro in das PlayStation 3 Netzwerk. Das ist jetzt 3 Monats Abo, das kann man mit einer Gutscheinkarte, die man beim GameStop kauft, also das ist, da steht drauf, 20 Euro Guthaben, danke. Dann schalte ich mir das frei, dann setze ich mich hin. Und spiele das jetzt in 3D, am 3D-Fernseher, ja, mit Begeisterung. Und ich spiele halt Flipper und in dem Moment schalte ich das frei halt für die 3 Monate, ja. Okay, gut, dann habe ich eh schon wieder genug davon, ja, ich spiele ja das eh nicht jeden Tag, ja. Eben, ja. Und dann schaue ich mir halt, lade ich mir wieder ein paar Demos an, schaue mir das an, denke mir, na gut, das ist auch nicht das, was du haben willst, da rennst du schon wieder von hinten nach vorne und schießt, ja. Also was soll das? Aber da, muss ich ehrlich sagen, habe ich ja gleich gesagt, damit ist ja für mich eigentlich die Xbox One sowieso gleich gestorben gewesen. Nicht? Wie der gesagt hat, das geht nicht. Und selbst wenn du ein Freund bist und du gehst zu einem Freund, dann muss der Freund schon 30 Tage lang das Online-Konto haben. Ja? Das er mit einem 100er im Jahr zahlen muss. Und du musst das auch schon haben und dann musst du dich jede Stunde mit Internet verbinden. Nicht? Also außerdem, ich weiß jetzt zumindest von einem Bekannten, ich weiß nicht, wie es mit der neuen PS sein wird, aber zumindest die PS3 konnte man seinerzeit noch chippen, damit ich freundschaftskopierte Software auch verwenden kann. Ja, ja, das hat sich aber nicht sehr weit durchgesetzt. Es hat also einen Chip gegeben. Die Firma hat aber Sony also wirklich mit der Keule bearbeitet, mit der rechtlichen, also die haben diesen Chip also verklagt bis zum Geldnehmer und der ist dann auch wieder vom Markt verschwunden. Man hat das kurzzeitig können, ich weiß es. Es hat auch kurzzeitig in den diversen Tauschbörsen ein paar ISOs gegeben von DVDs, ja, aber das ist also jetzt noch nicht mehr verfügbar. Also, seitdem Sony offen dazu gestanden hat, speziell bei der PS3, ist es ja dann aufgekommen und gesagt hat, ihr könnt gebrauchte Spiele auch erwerben. Ja. Ja. Das war ja bei der PS2 ist es nicht gegangen mit dem gebrauchten Spiel, lange Zeit nicht. Ja. Da muss ich passen, ich habe keine PS2 gehabt, ich habe eigentlich die PS3, für mich war der Anreiz ein Blu-ray-Player. Nicht? Ja, meine damalige und jetzt verflossene Lebensgefährtin, die hatte eine PS2 und ist immer auf der Suche gewesen nach gebrauchten Spielen und es gab aber keine gebrauchten Spiele, weil er Sony gesagt hat, der hat mit dem Spiel gespielt und hat es bei mir registriert und tschüss, ja. Auf diesen Zug ist jetzt Microsoft aufgesprungen, aber Sony hat dann gesagt, nein, ihr könnt es natürlich vertreiben. Ja. Wenn du das Spiel nicht mehr willst, dann kannst du das über eine Plattform oder wie auch immer, ja, beim anderen zukommen lassen und tschüss. Ja. Also somit hat sich dann der Chip übrig. Ne? Ah, naja gut, da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so verfolgt, wie gesagt, dadurch das eher einfach nur als dieses Chippen war ja nur deswegen, weil ja Sony ja, bevor jetzt Microsoft gesagt hat, ja auch diesen Ding gehabt hat, wenn du mal ein Spiel gekauft hast, das bei dir registriert ist, dann ist das bei dir und raus, ja.
Das heißt, das ist jetzt gar nicht so eine neue Idee von Microsoft gewesen. Es ist nicht so eine neue Idee von Microsoft gewesen, nur Microsoft hat das total übersehen, ja, dass Sony ja dann gesagt hat, hallo, na natürlich könnt ihr eure gebrauchten Spiele untereinander tauschen, verkaufen oder wie auch immer, ja, weil sie damit ja seinerzeit schon die Abwanderung zur Xbox gestoppt haben, ja. Mhm. Die PS3 war ja eine Zeit lang Marktführer und auf einmal sei brauchen, ja, weil eben dieses Dilemma war, dass die Software, die ich erworben habe, nicht mehr weiterverkaufen konnte, ja. Ja. Deswegen hat man ja dann gemacht, diese sag mal, Geschwisterkopien, sag mal, ne? Ja. Weißt du, wir haben ja in Österreich, haben wir ja im Urheberrechtsgesetz, das für Freunde und Bekannte darf ich bis zu 5 Kopien machen, ne? Ja. Von Musik, DVDs etc., ja. Wenn ich keine Tools verwende, die den Kopierschutz umgehen. Die den Kopierschutz knacken. Umgehen ist was anderes, ja? Umgehen ist was anderes. Ja, ich meine, ja. Umgehen ist was anderes, ja? Das ist aber ein gutes Thema, aber das sollte man uns gleich für die nächste Sendung aufbeheben. Weil du hast ja auch schon Rückmeldungen gekriegt, dass wir unsere Sendungen zu lange sind. Ich muss ehrlich sagen, ja, wir sind das letzte Mal, wir waren mit 41 Minuten. Ja, dann, wir machen kürzer und dann war es eine Dreiviertelstunde. Ne? Genau, du musst da so schön reden drin und man kann ja den Leuten nicht mit die Argumentation überschneiden. Das hat ja dann auch wieder keinen Sinn. Ne? Nein, aber das, aha, Moment kurz. Ja, na gut. Also dann, wir sehen uns dann in Kürze gleich wieder, ne?